habe den Muttertag immer schon geliebt, schon als Kind. Und dann auch als erwachsene Frau, dann Kinder zu haben, ist etwas zum Schönsten, das einer passieren kann. Viele Frauen beschließen, und das sagt man auch so, daheim zu bleiben. Ein Fünftel der Frauen kündigt im ersten Lebensjahr des Kindes. Das erleichtert zwar im Moment das Familienleben und die Organisation der jungen Familie, hat aber schwerwiegende Folgen, wenn wir dann älter sind. Mit 55 haben wir Frauen nur die Hälfte des Rentenaufkommens unserer männlichen Kollegen. Und wenn wir dann in Rente gehen, dann schaut für uns Frauen durchschnittlich 869 Euro heraus und für die Männer 1600. Das heißt, dass viele Frauen gerade wegen der Erziehungszeiten ihrer Kinder im Alter dann draufzahlen müssen und im Alter arm sind. Was wäre zu tun? Vielleicht sollen wir uns gerade beim Muttertag daran erinnern, dass wir die Familienzeit und die Erziehungszeit auf die Schultern von beiden Eltern aufteilen sollten. Das wäre eine gerechte Verteilung. Es würde aber auch uns als Gesellschaft helfen, die Erziehungszeit so wichtig zu nehmen und vielleicht auch tatsächlich irgendwann so weit zu sein, dass eine Frau dann nicht mehr draufzahlen muss, nur weil sie Mutter ist.